Wollen ja schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde heute meine Sortenvorstellung machen, und zwar vom Kürbis, genau zu sein, vom Kürbis Babybier. Den habe ich dieses Jahr das erste Mal im Sortiment gehabt, auf dem Balkon. Ganz und gar, weil er mir empfohlen wurde als Kübelpflanze. Und deshalb habe ich ihn mal probiert, auf dem Balkon anzubauen. Ist ja nicht wunderschön. Und wie es der Name schon sagt, Babybier, das ist etwas klein gehalten, deshalb auch für einen Kübel geeignet. Ich muss dazu sagen, ich hatte 2 Stück in einem 10-Liter-Eimer, das war vielleicht ein bisschen vermessen von mir. Hätte vielleicht jede Pflanze einen eigenen Kübel gebraucht, aber das Wichtige ist, ihr braucht unbedingt 2 Pflanzen, um garantieren zu können, dass halt eben genug männliche und weibliche Blüten da sind zur gleichen Zeit. Wegen der Bestäubung, wenn ihr es nicht selber machen wollt. So, die Verpackung sagt, dieses Babybier macht normalerweise 5 bis 6 Früchte. Bei mir hat er leider nur eine gemacht, muss ich sagen. Und diese Frucht soll irgendwas im Durchmesser zwischen 12 und 15 cm haben. Das hat er hier, der hat 12 cm. Also sind wir da schon mal in der Norm. Jetzt werden wir mal reingucken. Also ist ausgewiesen als Speise- und Zierkürbis. Und werden wir mal reingucken. Der braucht übrigens sehr, sehr lange, bis er seine gewünschte Farbe wechselt. Also der hat immer zwischendurch noch so in den Rillen ganz kleine grüne Punkte und macht das erst wirklich ziemlich spät weg. So, jetzt gucken wir mal rein. Er ist schön orange-gelb, also mehr gelb wie orange innen drinne. Ausgereift auf alle Fälle. Viel Fruchtfleisch ist natürlich nicht in diesem kleinen Kürbis drin. Aber wir werden mal gucken, wie er sich schälen lässt. Bei denen müssen wir schälen, nicht wie beim Hokkaido. Das die Schale ist dünn. Also ist von daher nicht das Problem. Er ist ziemlich fest, also wirklich, das Fleisch ist wirklich richtig fest. So, wir werden mal ein Stück probieren. Erstmal die Leckprobe machen, ne? Weil es ist ja auch als Zierkürbis ausgegeben. Vielleicht hat sich noch was anderes eingekreuzt aus 3 Millionen Kilometer Entfernung. Ne, ich hatte den hier auf dem Balkon, kann nichts dazwischen sein. Und er schmeckt auch ganz normal. Er bröselt im Mund so ein bisschen auseinander. Aber dennoch ein würziges Aroma. Lässt sich dann wahrscheinlich für alles gut verwenden. Für deftige Speisen, so wie jetzt auch für Marmeladen und sowas. Weil ja dann sowieso der Zucker dazukommt, die Süße und sowas. Und wenn er angebraten wird. Also man kann ihn sicherlich in jede Richtung verwenden. Ich muss sagen, ich finde ihn gut. Ich werde ihn nächstes Jahr mal im Freiland probieren, ob er vielleicht noch die 2-3 cm zulegt, die der Hersteller verspricht, oder die allgemein diese Sorte verspricht, groß zu werden, dass wir die 15 cm vielleicht erreichen. Ansonsten, er soll gut lagerfähig sein. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich werde ihn nochmal anbauen. Kann ihn weiterempfehlen. Also es ist nicht unbedingt schwierig, obwohl ich auch schon von anderen gehört habe, dass das nicht so gut geworden ist. Ne? Radieschen. Was ich hier draus machen werde, weiß ich noch nicht genau. Aber es wird auf alle Fälle ein Update dazu geben, was es geworden ist. Für die kleine Menge muss ich mir das überlegen. Und dann kann ich euch sagen, zu was es brauchbar ist. Ne? In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag gewünscht. Macht's gut, alles Gute. Und vielleicht war das ein guter Tipp für die nächste Saison. Schreibt mal in die Kommentare, welche Kürbisse ihr am besten findet. Und was es sich lohnt, vielleicht auf dem Balkon anzubauen. In der Bütt, im Eimer, im whatever. Kleines Behältnis.
Macht's gut, Leute. Bye, bye.